Freitag starke Rallye, Montag stärkerer Abverkauf, gestern moderate Rallye, aber das hat ausgereicht, um die Stimmung der Superoptimisten wieder ganz, ganz nach vorne zu bringen. Man merkt das immer wieder in den Kommentaren. Ja, siehst du, das ist der neue Bullenmarkt. Fugmann liegt total falsch und ja, es könnte durchaus in diesem Jahr noch einen richtigen Bullenmarkt geben, aber ich sage eben nicht jetzt. Die anderen sagen doch, der hat längst begonnen. Wer recht hat, werden wir vielleicht nach dieser Monsterwoche sehen. Schauen wir uns aber mal an, wie die Märkte in diese FED-Sitzung und in die Pressekonferenz von Jerome Powell hineingehen. Und da sehen wir zunächst mal das, was ganz klar ist, was zu 99% die FED-Fund-Futures einpreisen, dass die FED um 25 Basispunkte die Zinsen anheben wird. Die Frage aber wird sein, was kommt dann? Wird die FED, wird Powell darauf Auskunft geben und sagen, naja, wir sind jetzt nahe am Ende oder wir müssen noch weitere Schritte machen, denn der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei. Das ist eben die große Frage neben der dann wahrscheinlich übergeordnet wichtigen Frage, wann wird die FED die Zinsen wieder senken oder wird sie in 2023 gar nicht senken? Schauen wir uns mal hier die Rate Hike Odds an für Februar. Also für heute praktisch 100% Zinsanhebung eingepreist. Dass dann nochmal etwas kommt im März, ist immerhin mit 81% Wahrscheinlichkeit bepreist bei den Fed Fund Futures. Und dass im April dann nochmal ein Zinsschritt kommt mit immerhin 42%. All das wären dann kleine Zinsschritte, also keine großen Zinsschritte. Dennoch, es hat nichts geholfen. Die Financial Conditions, die werden immer lockerer, sind jetzt deutlich lockerer als im März 2022, als die FED erstmals die Zinsen angehoben hat. Und das kann und das wird nicht der FED gefallen, die in ihrem letzten Protokoll, in ihrem FOMC-Protokoll gezeigt hat, naja, wir wollen die Lockerung der Financial Conditions nicht haben. Warum? Weil eben dadurch Nachfrage entsteht. Wir sehen das jetzt schon sehr konkret etwa in den US-Daten am Hausmarkt. Da gehen die Dinge deutlich besser wieder. Wir sehen wieder eine deutlich belebte Nachfrage am Hausmarkt. Wir sehen deswegen so Preise für Lumber, für Zucker, für viele Rohstoffe deutlich nach oben gehen. Das heißt, das ist genau das, was eigentlich die FED verhindern will, dass Nachfrage wieder anzieht, weil die Financial Conditions zu locker werden. Genau das haben wir derzeit der Fall durch eine Aktienmarktrallye, durch latent gefallene Renditen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt Powell diese Geschichte in den Griff? Die Märkte sagen, naja, ihr seid eine Lame Duck, ihr könnt gar nicht die Zinsen stärker nochmal anheben. Ihr werdet sie gar nicht wirklich länger oben halten können. Und so geht man in diese FED-Sitzung, wie es Maverick of Wall Street hier mal zeigt. Es gibt ja Argumente für alle Positionen, etwa für eine dovische Haltung, ausreichend restriktive Geldpolitik. Wir sehen, dass die Einkaufsmanager-Indizes doch sehr, sehr schwach sind. Wir sehen die Industrieaufträge sehr schwach. Wir sehen die Entlassungen im Tech-Sektor, etwa gestern PayPal nochmal mit 7% der Belegschaft, die da entlassen werden soll. Wir sehen, dass die Inflationsdaten zurückgegangen sind, dass die Lohnzuwächse langsamer geworden sind. Das war der Grund für die gestrige Rallye. Wir sehen, dass die Leading Economic Indicators, also die Frühindikatoren, sehr, sehr schwach sind. Wir sehen auf der anderen Seite, dass eben die Inflation im Dienstleistungssektor nach wie vor sehr hoch ist. Wir sehen, dass Walmart als größter Arbeitgeber der USA die Löhne deutlich angehoben hat. Und wir sehen eben auch die Easing der Financial Conditions. Wir sehen, dass der Hausmarkt wieder sich erholt, wie ich schon sagte, Mortgage Application Rebound. Wir sehen, dass die Preise für Gebrauchtwagen in den USA wieder deutlich steigen. Wir sehen, dass die anstehenden Hausverkäufe wieder anziehen. Also wir sehen, dass hier die Nachfrage eben wieder steigt und jetzt hier zwei Optionen, nämlich ausgestrichen, nämlich die Optionen, die vielleicht Powell etwas gnädiger gestimmt hätten vor dieser FED-Sitzung, nämlich wenn die Märkte gefallen wären, damit die Financial Conditions wieder etwas straffer geworden wären. Das ist nicht der Fall, also bleiben ihm wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten, hier zu agieren, until the job is done, oder er sagt wirklich, ja, wir sind jetzt ausreichend restriktiv in der Geldpolitik, aber das wird er wahrscheinlich nicht sagen. Was er wahrscheinlich sagen wird, ist, wir müssen diesen Kampf gegen die Inflation weiterführen. Die FED sehr stark geprägt von der Erfahrung der 1970er Jahre, als vor allem dann
Volker die Zinsen zu früh senkte, weil die Wirtschaft in einer Rezession war, dadurch mit der Zinssenkung die Wirtschaft sich wiederholte, aber die Inflation weiter ein Problem gewesen ist damals. Die Fed wird uns wahrscheinlich sagen, in Gestalt von Jerome Powell, also wir werden diesen Kampf weiterführen und werden abhängig von den Daten agieren. Da sehen wir aber noch keine Rezession, wird wahrscheinlich Powell sagen. Wir sehen einen starken Arbeitsmarkt. Die Märkte aber sagen doch, die wird kommen oder die Abschwächung wird kommen und werden sozusagen diese Message wieder ignorieren. Möglich ist auch, dass das gar kein so großes Ding wird, weil eigentlich wenig Überraschungspotenzial in dieser ganzen Pressekonferenz von Jerome Powell ist. Jedenfalls die Geschichte zeigt, dass in Phasen von deutlichen Zinsanhebungen immer irgendetwas passiert. Es gibt da kein Soft Landing. Das zumindest zeigt die Geschichte. Da gibt es kein Beispiel für ein solches Soft Landing. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, dann sehen wir hier diese Gegenrally, die nicht ganz das aufgeholt hat, was am Montag verloren wurde nach der starken Rally am Freitag. Wir sind jetzt dabei, wieder überkauft zu werden. Wir haben negative Divergenzen in der Stochastik. Wir werden eine negative Divergenz im RSI Open bekommen. Das Gleiche gilt umgekehrt für den WIX, der gestern versucht hat, aus diesem Abwärtstrendkanal auszubrechen. Dieser Rückschlag hat sich ein bisschen angekündigt. Jetzt sind wir zurückgeprallt. Ich denke, da kommt der nächste Versuch, wieder auszubrechen. Der WIX aktuell bei 19,4. Gestern stärkster Gewinner wieder der Tech-Sektor, der WIX jedenfalls unten in der Stochastik und MACD mit positiver Divergenz. Wir sehen Nasdaq Bullish Percentage Index extrem überkauft. Wir sind ganz, ganz oben. Ja, da kann vielleicht noch ein bisschen was kommen, aber so richtig, wenn wir eine Rallye sehen würden, wäre es vielleicht nicht so schlecht, da die Gewinne auch mal mitzunehmen. Wir sehen auf der anderen Seite eine unglaubliche Complacency. Wir sehen praktisch die geringsten Prämien für Puts seit Januar 2022, also seit einem Jahr. Das heißt, wer Puts sich reinlegt, um Positionen abzusichern oder auch sogar um auf fallende Kurse zu spekulieren, der kriegt diese Puts sehr, sehr günstig, weil schlichtweg die Vola eben sehr gering ist. Puts werden dann teuer, wenn die Volatilität hoch ist. Wir sehen, dass die Retail-Trader wieder massiv am Markt agieren. Wir sehen, dass solche Geschichten wie Optionen, aber auch wie der Skew zum Beispiel auf extrem niedrigsten Levels handeln. Mit anderen Worten, die Leute gehen nicht abgesichert in diese FOMC-Sitzung, weil sie denken, naja, was soll schon passieren? Aber, meine Damen und Herren, es gibt Jim Cramer und der hat gesagt, buy the dips, we are in a bull market. Also, wir sind in einem Bullenmarkt und wer den Track Record von Jim Cramer kennt, der weiß, dass diese Aussage sehr ernst zu nehmen ist. Das ist für die Bullen ein echtes Thema aus meiner Sicht. Wir haben jetzt hier Michael Burry, der nur ein Wort getwittert hat gestern, sell, Punkt. Was auch immer er verkaufen will, ich nehme an, er meint den Gesamtmarkt. Bei den letzten drei Sitzungen der Fed ging es ja dann deutlich nach unten, muss diesmal nicht so sein. Klar, jede Sitzung ist anders, aber wir sehen vor allem jetzt den starken Januar im Tech-Bereich. Es hat all das stark gewonnen, was im Jahr 2022 stark verloren hatte. Das ist so eine Art Gegenbewegung. Wir sehen etwa eine Apple 11% gewonnen, Tesla 40% gewonnen, Google 12%, Amazon 22%, Meta 23%. Also vor allem Meta, die ja so massiv verprügelt wurden, haben hier Boden gut gemacht und bullische Narrative mit dem Januar, die sagen, also der Januar 6,2% höher im S&P 500 und es gibt ja diesen Januar-Indikator und der hat eine, wie Holger Cepic schreibt, close if not 100% historical probability, also der hat zu 100% fast immer zugetroffen, dass wir am Ende des Jahres dann höhere Kurse gesehen haben und das würde ich überhaupt nicht ausschließen, dass wir das tun. Ich glaube nur nicht, dass wir eben jetzt schon wirklich hier durchstarten, sondern vorher nochmal nach unten müssen. Und eines der Argumente, warum das vielleicht auch als historischer Vergleich nicht so richtig passend ist, wir sind jetzt schlichtweg in einer anderen Phase. Die Fed hebt die Zinsen weiter an. Sie betreibt nach wie vor Tightening der Bilanzsumme, also das Quantitative Tightening. Inflation ist nach wie vor sehr hoch. Die Valuations sind nach wie vor
sehr hoch. Die Earnings sind bereits dabei, sich deutlich zu verschlechtern und so weiter und so weiter. Und eine solche Phase hatten wir in der Situation noch nie gehabt. Hier sehen wir nochmal den besten Januar für den Nasdaq seit dem Jahr 2001. Und das war ja auch ein ganz, ganz glorreiches Jahr. Hier sehen wir, dass der Index so stark zugelegt hat, wie eben, wie gesagt, im Januar, wie zuletzt 2001 im Januar, der stärkste Monat seit Juli 2022. Und es war vor allem auch ein Short Squeeze, weil die Hedgefonds richtig unter Druck gekommen sind. Aber zunächst mal, genau das hatten wir schon mal gesehen, ich hatte das schon mal gezeigt, finde es aber sprechend, dass wir nach einem sehr, sehr schwachen Jahr, wie wir es im Jahr 2000 gesehen haben, dann im Januar 2001, also wieder der Januar 2001, ganz ähnliches Muster wie 2001. Wie gesagt, das war ein großartiges Jahr für die Finanzmärkte. Und da ging es dann deutlich nach unten für diese Gewinner aus dem Januar, die praktisch die Verlierer aus dem Jahr 2022 waren. Genau das erwarte ich auch. Das wird so nicht weitergehen bei diesen Werten. Und warum es so gegangen ist, ist vor allem, weil Hedgefonds short waren. Die haben gestern auch wieder massiv eingedeckt. Die Most Short Basket von Aktien deutlich gestiegen gestern. Und hier unten sehen wir mal die Aktien, die am schlechtesten waren im Jahr 2022. Das trifft fast auf jede Perzentile zu. Die waren am besten im Januar 2023. Ist eine Gegenreaktion, ist aus meiner Sicht keine fundamentale Änderung der Situation. Gestern haben wir dann Zahlen von AMD gehabt. Die waren okay, die waren jetzt nicht brillant. Aber der Markt hat das erstmal gefeiert, obwohl AMD eigentlich gesagt hat, naja, die Umsatzerwartung eher im unteren Bereich dessen, was man erwartet hat, nämlich 5 bis 5,6 Milliarden. Die Märkte sind von 5,56 Milliarden ausgegangen, aber erstmal ein bisschen Partystimmung dagegen bei Snap. Wieder mal ein total Desaster. Das erste Mal, dass die Umsätze sogar sinken. Jetzt kommen wichtige Konjunkturdaten, meine Damen und Herren. Wir haben ISM-Index. Heute 16 Uhr, sehr, sehr wichtig. Das sind hier die Westküsten-US-Zeiten. Sie mögen das mir nachsehen. Dann haben wir 14, 15 den ADP-Arbeitsmarktbericht. Auch das wird sehr, sehr wichtig. Und 16 Uhr auch die JOLTS-Daten, also die angebotenen Stellen in den USA. Das wird sehr wichtig. Wir werden darüber berichten, natürlich bei Finanzmarktwelt ebenso wie über das Statement der FED, die Entscheidung der FED, 20 Uhr. Und 20:30 mache ich dann so eine Art schriftlichen Live-Feed mit auch einem echten Live-Feed, Bild-Live-Feed zu Jerome Powell, da müssen Sie dabei sein. Heute, 11 Uhr, das wird auch schon wichtig, die Verbraucherpreise, erste Veröffentlichung, Prognose 9,0%. Die deutschen Zahlen sind ja leider technisch nicht möglich gewesen. Wir haben aber die spanischen Zahlen, die deutlich höher waren. Das könnte eine sehr interessante Zahl werden, die heute da reinkommt. Überrascht das nach oben? Die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch aus meiner Sicht, dass es nach oben überrascht. Und abschließend noch zwei Empfehlungen, ChatGPT als Hype-Thema, das zeigt so ein bisschen auch die momentane Stimmung. Hauptsache irgendwie was mit KI, ob das wirklich für die einzelnen Unternehmen, die hier gehypt werden, wie BuzzFeed und so weiter, in irgendeiner Form irgendetwas ändert, ist mehr als zweifelhaft. Zumindest wird es sie nicht deutlich stärken. Mehrere Aktien im Rausch, das zeigt, ist für mich so eine Art Psychobild der derzeitigen Situation. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, FED Zinsentscheid. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus dieser Seitwärtsrange beim DAX ist sehr, sehr hoch. Warum? Lesen Sie im zweiten Artikel. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao. Wir sehen uns im Marktgeflüster vor der FED-Sitzung. Und da nochmal die neuesten Entwicklungen. Ciao.